Der Magiker-Drachenritter gehört nun schon seit mehreren Updates zu den stärksten Klassen in The Elder Scrolls Online. Also habe ich mich jetzt auch mal dazu entschieden, einen neuen Schadensausteiler zu erstellen. Und ich habe jetzt an diesem Bild schon so 5-6 Monate gearbeitet, um ihn zu dem zu machen, was er nun ist. Der beste Solo-One-Bar-Magiker-Drachenritter, den ihr finden könnt. Und wie ihr ihn spielt, ihn als Blaupause verwendet und an euch anpasst, das und vieles mehr heute hier in 10 Punkten zu meinem Magiker-Drachenritter in The Elder Scrolls Online. Ja, es handelt sich um einen Solo-One-Bar-Build. Ihr könnt den aber auch sehr, sehr gut spielen in Gruppen-Content, denn es gibt da kaum etwas, was ihr anpassen müsst. Das heißt also, nur weil ich ihn Solo-Build genannt habe, heißt es nicht, dass er nicht auch für Vierer-Dungeons und Zwölfer-Prüfungen geeignet ist. Und ich habe ihn auch mal ins PvP entführt und musste da irgendwie nichts anpassen. Und es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Das war tatsächlich eine krasse Erfahrung. Und die kommt vor allem durch ein Item zustande, bei dem wir später drüber sprechen werden, wenn wir zum Thema Ausrüstung kommen. Aber fangen wir bei Punkt Nummer 1 von 10 Punkten an. Und zwar beim Thema Volkswahl. Ich habe mich jetzt hier bei diesem Drachenritter für den Dunkelelfen entschieden. Denn der Dunkelelf ist besonders flexibel. Er reagiert sowohl auf Ausdauerspielweisen als auch auf Magiker-Spielweisen sehr, sehr gut, denn er gibt euch Magie und Waffenkraft und maximale Ausdauer und Magiker. Was er euch nicht gibt, ist erhöhtes Leben. Das heißt also, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber wir werden auf mehr als genug erhöhtes Leben, beziehungsweise wir werden auf mehr als genug Leben im Allgemeinen kommen. Macht euch da mal keine Sorge. Es gibt aber auch Alternativen und hier sei jetzt gesagt, ihr könnt auch einen Agonia spielen, ihr könnt auch einen Waldelfen spielen, spielt was ihr wollt. Das Volk ist nur der kleinste gemeinsame Nenner, ihr müsst also nicht das spielen, was euch vorgeschlagen wird. Vorschlagen würde ich euch aber ansonsten noch den Hochelfen, auch der besonders viel maximale Magiker, besonders viel Magie und Waffenkraft, dementsprechend sehr, sehr gut, um ihn als Magiker-Ausrichtung zu spielen. Der Ork gibt euch zwar keine maximale Magika, aber auch maximale Magiekraft und 10% erhöhtes Lauftempo, was vor allem im Solo-Gameplay sehr spannend ist, um schnell aus Flächen rauszulaufen, denn meistens seid ja nur ihr da, auf die sich die Gegner konzentrieren. Und der Khajiit ist auch eine gute Wahl, wobei man da dann, wenn man Gruppencontent betritt, vielleicht das ein oder andere bei der Rüstungswahl anpassen muss. Dazu dann später mehr, deswegen bleibt dran, um da das Beste für euch rausholen zu können. Und deswegen kommen wir zum nächsten Thema, den Fokus bei den Attributspunkten. Seid ihr ganz neu in The Elder Scrolls Online, dann wundert euch nicht. Ihr seht in der Regel in Builds und Videos meistens immer 64 Punkte in Ausdauer oder in Magicka. Aber ihr müsst das nicht so spielen. Mehr maximales Leben bedeutet, dass ihr euch mehr Fehler erlauben könnt und ein lebender Spieler kann mehr Erfahrung sammeln und mehr Schaden machen als ein toter Spieler. Deswegen, vor allem am Anfang, 10 Punkte mal in Leben zu stecken, ist gar nicht so verwerflich, kann man später noch für ein Appel und ein Ei ändern. Im späten Spielverlauf dann alle 64 Punkte in Magicka, so holen wir einfach das meiste für uns bei der ganzen Sache hier raus. Aber, wenn ihr am Anfang steht, durchaus erstmal ein paar Punkte in die maximale ins maximale Leben stecken, dann seid ihr ganz gut dabei. Und ihr seht hier schon diese riesige Buffleiste an aktuell aktiven Effekten, die auf uns liegt. Dazu dann bei der Ausrüstung kommen wir erstmal zu einem der mächtigsten dieser Effekte, und zwar dem Mundesteinsegen Die Liebende. Es handelt sich hierbei um einen Effekt, den wir in der offenen Welt erstmal einsammeln müssen, und da gibt es verschiedene Orte. Wenn ihr ein Gildenhaus habt, wo eine gute Gilde die Mundesteine drin hat, dann könnt ihr das natürlich nutzen. Ansonsten findet ihr die Liebende gleich in den Anfangsgebieten, warum sie auch sehr, sehr gut ist, um mit ihr zu starten. Ihr findet sie einmal in Auridon, und zwar hier irgendwo oben am Arsch der Welt. Müssen wir mal kurz gucken, wo das hier ist. Hier steht sie. Ja, die Liebende gibt euch Durchdringung. Durchdringung heißt, dass ihr die Resistenzen des Gegners ignorieren könnt, was sehr, sehr mächtig ist. Man findet sie aber auch in Steinfälle, und zwar hier auf der linken Seite. Und man findet sie auch in Glenumbra, und zwar hier oben. Da kommt man also relativ schnell, relativ zügig hin. In vielen Builds werdet ihr auch die Diebin sehen. Die Diebin ist im Allgemeinen sehr gut für Gruppengameplay, aber ihr wollt ja hier ein Allrounder-Build haben, also ein Spagat aus beidem. Ihr könnt die Liebende auch sehr gut in Gruppengameplay spielen. Vor allem im Solo-Gameplay ist sie aber sehr, sehr stark, denn im Solo-Gameplay, vor allem in der Open World, aber auch in den Solo-Arenen, haben die Gegner meist um die 9100 Resistenzen. Wir wollen also
um die 9000 Rüstungsdurchdringung erreichen. Durch die Liebende kriegen wir allein schon 4500, haben also, was das angeht, schon mal eine ganz gute Basis. In Gruppeninhalten haben die Gegner dann in der Regel 18.200 Resistenzen. Ihr seht, auch dort wird die Liebende euch definitiv etwas bringen, denn die restliche Rüstungsdurchdringung wird euch der Tank mitbringen und dann seid ihr sehr gut aufgestellt, was das angeht. Das wäre also auch noch eine Alternative, die Dieben mitzunehmen, könnte man aber auch machen an dieser Stelle hier. Als nächstes kommen wir zum Thema Verbrauchsgüter, häufig unterschätzt, genauso wie der Mundostein, den man auch ganz gerne mal vergessen kann, und zwar entsetzliche Augenschüssel. Ein besonders seltenes Rezept, was man beim Hexenfest bekommt, und jetzt fragt ihr euch, ja, wenn es so selten ist, wie komme ich dann daran? Naja, über die Gildenhändler könnt ihr euch diese Speise bereits fertig erwerben. Ihr geht einfach in irgendeine Stadt, ist egal welche, und dort findet ihr in der Regel solch ein Handelssymbol mit dem Banner im Hintergrund. Das Banner symbolisiert, dass sich hier die Gildenhändler, also Händler von anderen Spielern, befinden. Dort könnt ihr einmal hinreisen und euch die entsetzlichen Augenschüssel holen. Die gibt euch massig maximale Marker, was euren Schaden erhöht, und ganz viel Regeneration, was euer Ressourcenmanagement verbessert und das Ganze für euch besonders angenehm und einsteigerfreundlich macht. Angenehm und einsteigerfreundlich ist auch die Essenz der Magiekraft, an die kommt man nämlich relativ einfach ran. Für die Essenz der Magiekraft müsst ihr einfach die Wasserhyazinthe mit einer Kornblume und Wiesenschaumkraut kombinieren. Dann bekommt ihr diesen Trank hier raus und der gibt euch 20% erhöhte Magiekraft, erhöhte kritische Trefferwahrscheinlichkeit sowie maximale, also Marker-Wiederherstellung und Marker-Regeneration über einen längeren Zeitraum. Also besonders stark dieses Set hier, dieser Trank hier, den wollen wir auch regelmäßig benutzen. Und dadurch, dass dieser Trank so unglaublich stark ist, ist die Alchemie eine der wichtigsten Handwerke in Elder Scrolls Online, den ihr mit jedem Charakter lernen solltet. Denn die Alchemie beinhaltet einen besonderen Skill, und zwar Heilkenntnis. Und dieser Skill sorgt dafür, dass eure Tränke bis zu 47 Sekunden lang halten. Tränke haben einen Cooldown von 45 Sekunden. Das heißt also, wenn ihr diese Fertigkeit hier geskillt habt, dann könnt ihr Tränke auf Cooldown trinken. Und zwar immer, wenn ein Trank ausläuft, sofort wieder. Wenn ihr euch im Kampf befindet, wollt ihr also dafür sorgen, dass euer Trank immer läuft. Das ist also super wichtig, mit einer der wichtigsten Passiven überhaupt im gesamten Spiel. Kommen wir als nächstes zum Thema aktive Champion-Punkte und dazu wechseln wir hier einmal rüber. Denkt dran, es handelt sich hier um einen Spagat, einen Solo-Build, den ihr zum Beispiel in der Marschturm-Arena besonders einfach spielen könnt, im Watteschran oder Grund des Watteschran, aber auch Drachen könnt ihr damit Solo spielen oder beispielsweise Open-World-Bosse. Geht natürlich auch genauso gut in einem Vierer-Dungeon. Deswegen habe ich mich hier für verschiedene Champion-Punkte entschieden, die ein bisschen mehr diesen Spagat symbolisieren. Wir haben einmal tödliches Zielen, was unseren Einzelzielschaden erhöht. Die meisten unserer Fertigkeiten machen Schaden über Zeit und Einzelzielschaden, so wie zum Beispiel die leichten Angriffe und so weiter und so fort. Dementsprechend sind wir da ganz gut aufgestellt. Um jetzt hier auch noch ein bisschen Heilung mitnehmen zu können, wir haben nämlich nur einen Skill, der uns praktisch gesehen heilt, habe ich die plündernden Hiebe. Jeder direkte Schaden, zum Beispiel leichten Angriffe oder die schweren Angriffe, stellen uns also Leben wieder her. Aber nicht nur die, auch noch mehrere andere Effekte. Zornerfüllte Schläge erhöht dann letzten Endes unsere Magie- und Waffenkraft für Fertigkeiten, die Schaden machen. Und Kampffinesse erhöht unsere kritische Effizienz. Das heißt also, unsere kritischen Treffer machen 8% mehr Schaden oder heilen uns 8% mehr. Besonders praktisch an dieser Stelle. Hier wollen wir also auf jeden Fall mitnehmen. Die auf jeden Fall bei den blauen Champion-Punkten. Bei den roten nehmen wir maximales Leben mit, um uns mehr Fehler zu erlauben. Erhöhte Resistenzen, um uns mehr Fehler zu erlauben und mehr Schaden einstecken zu können. Verjüngung, um mehr Regeneration zu haben und das Ressourcenmanagement besonders angenehm zu gestalten. Und auslaugender Zauber. Immer wenn ein Gegner stirbt, erhalten wir Magiker wieder, womit wir dann wiederum Fertigkeiten wirken können. Das also hier die aktiven Champion-Punkte. Gucken wir uns als nächstes die Skills ganz genau an und was ich euch da für Skills empfehlen würde. Dazu habe ich hier einmal eine Schriftrolle mit dabei, damit ich euch die besonders gut zeigen kann. Es ist ja nun ein One-Bar-Build, das heißt also, wir haben nur eine Ausrüstungsleiste, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, sehr, sehr angenehm. Als erste Fertigkeit habe ich hier brennende Glut, die Weiterentwicklung von versengender Schlag.
prinzipiell mehr Schaden würde Giftklaue machen. Die Fertigkeit, die ihr vielleicht spielen würdet, wenn ihr in Gruppengameplay unterwegs seid mit einem Heiler. Wir haben aber in der Regel solo relativ selten einen. Deswegen wollen wir uns auch irgendwie heilen. Brennende Glut macht nur wenig weniger Schaden, wunderbar, als die Giftklaue und heilt uns zudem auch noch zu 110% von diesem gemachten Schaden. Alle 2 Sekunden erhalten wir also so regelmäßig Heilung. Sehr, sehr schön, die wollen wir auf jeden Fall mitnehmen und diese Heilung wird durch unsere passiven Champion-Punkte auch nochmal erhöht und halt eben nochmal Heilung über unseren direkten Schaden, den wir bekommen. So sind wir, was Heilung angeht, ganz gut aufgestellt. Wie ihr sehen könnt, habe ich nicht nur diese eine Fertigkeit der versengenden Flammen dabei, sondern ich habe auch noch als Haupt-Spam-Attacke die geschmolzene Peitsche dabei, die Weiterentwicklung von Lava-Peitsche. Man könnte auch noch eine Fertigkeit mitnehmen, die uns ein bisschen heilt, aber wir haben schon genug Heilung, deswegen die geschmolzene Peitsche. Das Besondere an dieser Fertigkeit, sie macht immens viel mehr Schaden und sie kostet sowohl Marker als auch Ausdauer. Und auch wenn wir nicht so viel Ausdauerregeneration haben, haben wir generell relativ viel Ausdauer. Und wir spielen 2 Einhandwaffen, was bei schweren Angriffen Ausdauer wiederherstellt. Wir können also so relativ einfach unsere Ressourcenmanagement. Denn mit dieser Fertigkeit, die sowohl Marker als auch Ausdauer kostet, schonen wir unseren Marker-Pool, nutzen auch mal unseren Ausdauer-Pool, können so also besonders entspannt Schaden machen. Eine sehr schöne Fertigkeit. Als nächstes habe ich die einhüllenden Flammen mit dabei, ebenfalls eine Fertigkeit der verzehrenden Flammen, die Weiterentwicklung von Feuerodem. Sorgt dafür, dass wir 6% mehr Flammenschaden im Allgemeinen machen und wir sind nun mal ein Malka-Drachenritter, der besonders viel Flammenschaden macht. Mit Flammenschaden regieren wir die Welt. Nach dieser kleinen Ausatmung gehen wir weiter zum Flammen des Vergessens, die Weiterentwicklung von Inferno. Eine Fertigkeit, die regelmäßig alle 5 Sekunden richtig hart reinhaut und den Gegner fast ohnmächtig macht mit jede Menge Flammenschaden. Des Weiteren auch unsere ultimative Kraft ist eine verzehrende Flammenfertigkeit, die Weiterentwicklung der Drachenritterstandarte, die Standarte der Macht. Erhöht all unseren Schaden, verringert unseren einkommenden Schaden und macht auch noch Flächenschaden. Lauter nützliche Effekte, die wir hier haben. Meine Güte, so viele Effekte in einer Fertigkeit sieht man wirklich selten. Die einzige Fertigkeit, die nicht zu den verzehrenden Flammen mit dazugehört, ist Ödenes Herz. Bei Ödenes Herz Eruption, die Weiterentwicklung von Aschewolke. Auch eine Fertigkeit mit Schaden über Zeit, die auch nochmal das Lauftempo der Gegner verringert. Wir sind häufig solo unterwegs. Es lohnt sich also für uns, das Lauftempo der Gegner zu verringern. So kommen wir schneller von denen weg und können uns von denen losreißen. Machen es schwerer, den Gegnern uns letzten Endes zu erreichen. Das sind unsere Fertigkeiten, an die kommt ihr besonders einfach ran. Eine Fertigkeit, die besonders viel Schaden macht, die ihr trotzdem mal im Auge behalten solltet, ist bei der Kriegergilde die Bestienfalle. Die muss man aber erstmal freischalten. Mein Marker-Drachenritter ist jetzt hier an dieser Stelle noch nicht so weit. Dementsprechend die Stachelfalle, die Weiterentwicklung wäre die ihr mitnehmen könntet. Die macht aber gar nicht so viel mehr Schaden. Wenn ihr die Stachelfalle freigeschaltet habt, würde ich euch empfehlen, im Gruppencontent, also wenn ihr in 4er-Dungeons unterwegs seid oder in Raids, dann tauscht ihr die einhüllenden Flammen gegen die Stachelfalle aus. Wenn ihr sowieso solo unterwegs seid, könnt ihr das auch so lassen. So wie ich das jetzt hier zum Beispiel gemacht habe an dieser Stelle hier. Dementsprechend sind wir da, was das angeht, schon ganz gut am Start. Soweit erstmal zu den Fertigkeiten, die ihr da wählen könnt und die mitnehmen wollt. Jetzt kommen wir zum Thema Rotation. Das Thema Rotation ist in der Vergangenheit um einiges einfacher geworden. Trotzdem möchte ich euch das natürlich gerne einmal demonstrieren an diesen Lava, was weiß ich, was das für Dinosaurier sind, die hier rumlaufen. Die Rotation ist wirklich super easy. Wir können da wenig falsch machen. Das Einzige, was wir machen, ist am Anfang des Kampfes einmal hier unsere Aschewolke aktivieren, Flammen des Vergessens aktivieren, die um uns herumfliegen. Und wenn wir die Standarte fertig haben, dann sofort die Standarte aktivieren. Also Aschewolke, Standarte und dann geht's hier ran an den Gegner. Wir holen den jetzt hier in diesem Beispiel einmal zu uns und ihr seht ja, die sind jetzt hier gar keine Chance gegen uns. Deswegen reise ich nochmal zu einer Übungspuppe, um euch da ein bisschen mehr zeigen zu können. Also, direkt zu Kampfbeginn gehen wir mal davon aus, dass ihr eure Ultimate ready habt. Ihr aktiviert also als erstes hier eure Standarte.
Und zwar direkt parallel zu der Fertigkeit mit dem Flammen des Vergessens, damit dann hier der Gegner auch richtig schön Schaden bekommt. Danach wollen wir erstmal unseren Flammenschaden erhöhen. Das heißt also, wir machen einen leichten Angriff und aktivieren unseren Feueratem. Also, Standarte, dann die Fertigkeit, leichter Angriff, Feueratem. Und jetzt sorgen wir eigentlich nur noch dafür, dass die Fertigkeiten aktiv sind. Das heißt also, wir aktivieren so lange, wie wir keine Fertigkeit erneuern müssen, unsere Peitsche, ne? Also leichter Angriff, Peitsche. Jetzt würden Flammen des Vergessens auslaufen, ich aktiviere Flammen des Vergessens neu. Unsere Aschewolke würde auslaufen, ich aktiviere Aschewolke neu. Unsere Ulti hat sich regeneriert, ich aktiviere unsere Ulti. Unsere einhüllenden Flammen würden auslaufen, unsere Waffe läuft aus. Also ihr seht, ich aktiviere immer die Peitsche, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Und wenn eine Fertigkeit dabei ist, auszulaufen, also zu Ende zu sein, aktiviere ich diese Fertigkeit erneut. Das ist alles. Mehr machen wir nicht. Ist super, super easy. Mehr müsst ihr letzten Endes nicht beachten. Also, immer eure Fertigkeiten aktiv halten, vor allem feuriger Odem. Und wenn ihr nichts anderes zu tun habt, eure Peitsche aktivieren. Falls ihr mal in die Bredouille kommt, dass eure Ausdauer ausläuft, dann macht ihr einmal einen schweren Angriff und habt wieder genügend Ausdauer für die nächsten 10 Lava-Peitschen. Ist also wirklich ziemlich einfach zu spielen an dieser Stelle hier. Kann man wirklich nur sehr wenig falsch machen bei dieser Rotation. Die ist wirklich spielerisch einfach. Soweit erstmal zu den Fertigkeiten zum Thema Rotation. Kommen wir als nächstes zum Thema Ausrüstung, Waffenwahl. Damit möchte ich anfangen. Ich habe mich hier für Dolche entschieden. Warum keinen Flammenstab auf einem Drachenritter? Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar die beiden mächtigen Passiven der Einhandwaffen. Und zwar erhöhen sie einmal unsere Magie- und Waffenkraft und wenn wir Dolche spielen, erhöht sich unsere kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Unglaublich mächtig. Deswegen hier kritische Trefferwahrscheinlichkeit sehr, sehr stark, sogar nochmal stärker als die Effekte des Flammenstabs. Ihr könnt aber den Flammenstab durchaus spielen, der sorgt dafür, dass ihr in den Fernkampf wechseln könnt, was euch flexibler macht. Für den Anfang auch gar nicht mal so schlecht. Wollt ihr einen Flammenstab spielen? Skillt ihr einfach alle Passiven des Flammenstabs und benutzt genau die gleichen Fertigkeiten, die ich euch bisher gezeigt habe. Super einfach, also an dieser Stelle hier möge man meinen. Das ist ja natürlich aber nicht alles zum Thema Ausrüstung, kommen wir zum Thema Sets. Falls ihr irgendeines dieser Sets nicht habt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn hier bei meinem Punkt Nummer 9, da sind wir schon angekommen inzwischen, ich habe die anderen Punkte nicht genannt, ich versuche noch an dieser neuen Bildstruktur zu arbeiten und mich da regelmäßig dran zu erinnern, die Punkte zu erwähnen. Punkt Nummer 9, Ausrüstungssets. Was spielen wir da? Zu alternativen Sets kommen wir dann gleich noch. Bei den Ausrüstungssets spiele ich hier als erstes 5er-Set Zorn des Ordens. Es handelt sich dabei um ein besonders einfaches zu erhaltenes Set, ein Crafting-Set, was ihr bekommen könnt, und zwar aus dem Gebiet Hochinseln. In Hochinseln gibt es hier Zorn des Ordens, gibt euch kritische Trefferwahrscheinlichkeit, kritische Trefferwahrscheinlichkeit, kritische Trefferwahrscheinlichkeit, Magienwaffenkraft und erhöhte kritische Effizienz. Die kritischen Treffer hitten also oder treffen wesentlich stärker. Dementsprechend ein sehr, sehr gutes Set, um da am Anfang erstmal reinzukommen. Habt ihr kein Hochinseln, lasst es euch von einem anderen Spieler herstellen und dann habt ihr dieses Set. Ist ziemlich günstig. Als zweites 5er-Set spiele ich Säulen von Nürn. Ein sehr starkes 4er-Dungeon-Set. Das gibt uns hier an dieser Stelle kritische Wahrscheinlichkeit, Magienwaffentreffer und macht unglaublich viel Schaden über Zeit. So viel Schaden über Zeit, dass es auch auf einem Marker-Charakter mit zu den stärksten Sets überhaupt gehört. Besonders einfach ranzukommen, denn ihr müsst dazu lediglich den 4er-Dungeon Falkenring ein paar Mal gespielt haben. Diesen findet ihr hier in Karkstein ganz rechts. Ihr könnt ihn aber auch über das Gruppenmenü ansteuern. Ihr könnt diesen 4er-Dungeon auf normal spielen, um an dieses Set ranzukommen. Dementsprechend ganz entspannt, setzt euch nicht unter Druck. 4er-Dungeons auf normal sind wirklich nicht schwer. Verteilt habe ich die Sets wie folgt. Die beiden Dolche von Zorn des Ordens über meine Waffen. Dann einmal hier ein leichtes Rüstungsteil, ein weiteres leichtes Rüstungsteil und noch ein 5. leichtes Rüstungsteil von Zorn des Ordens über meine Rüstung. Und dann die mittleren Rüstungsteile von dem Set Säulen von Nürn über Kopf, Schulter und Hose. Die beiden restlichen Teile von Säulen von Nürn habe ich über meinen Schmuck. Dann trage ich noch zwei besondere Item-Sets, die jeweils einzelne Sets sind, also für sich stehen. Und zwar einmal den Kyras des Auszubildenden, der erhöht unser maximales Leben.
Die Besonderheit an diesem Kyros des Auszubildenden ist, man bekommt ihn sehr früh im Spiel. Und zwar in den Startgebieten kann er durch Schatzkisten droppen, durch besondere Gegner, aber auch, wenn man die Einführungsquest absolviert von Stoss Mackay und hier in Betnik rauskommt, dann erhält man in, na, ich will es zeigen, hallo, einmal hier rein, dann erhält man hier in Betnik durch eine Quest bereits einen schweren Harnisch vom Auszubildenden. Perfekt, genau so wie ihr ihn haben wollt, schwer, Auszubildender mit dem maximalen Leben und den könnt ihr dann auch direkt so lassen. Dementsprechend kommen wir zum letzten Item hier, was dieses Setup so unglaublich stark macht, den Eichenseelenring. Der Eichenseelenring sorgt dafür, dass wir, ohne im Kampf zu sein, diese ganzen Effekte hier haben. Kann man alles gar nicht vorlesen. Der Eichenseelenring erhöht unsere erhaltene Heilung. Er erhöht unsere kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Er erhöht unseren kritischen Schaden. Er erhöht unseren, verringert unseren erlittenen Schaden. Er erhöht unsere Magie- und Waffenkraft. Er sorgt dafür, dass wir ultimative Kraft regenerieren, besonders stark, vor allem, weil wir Drachenritter sind. Er sorgt dafür, dass wir mehr maximale Ausdauerregeneration haben, Marker-Regeneration. Er sorgt dafür, dass wir mehr Schaden mit schweren Angriffen machen. Er sorgt dafür, dass wir mehr Lebensregeneration haben. Er sorgt dafür, dass wir mehr Schaden gegen NPCs machen. Er sorgt dafür, dass wir erhöhte Resistenzen haben. Er sorgt dafür, dass wir weniger Schaden durch NPCs erleiden. Er sorgt dafür, dass wir mehr Magiekraft haben. Er sorgt dafür, dass wir mehr Magie- und Waffentrefferkraft haben. Er sorgt dafür, dass wir allgemein 5% mehr Schaden machen. Und er sorgt dafür, dass wir 215 mehr Magie- und Waffenkraft haben. All das durch ein einziges Item. Wer hat sich das nur ausgedacht? Ich weiß es auch nicht, aber es ist ein bisschen gruselig. Ja, also, dieses Item gibt uns sehr, sehr viel Macht, deswegen wollen wir es auf jeden Fall dabei haben. Kommen wir zum Thema Eigenschaften und Verzauberung. Ihr seht schon, ich habe diese Items hier blutdurstig. Ihr könnt sie aber auch in Erfüllt spielen, denn der Eichenseelenring, wenn ihr den erstmals spielt, ist auch erstmal erfüllt. Kann man auch erstmal so lassen, macht keinen großen Unterschied. Wichtig ist, dass ihr hier die Magiekraftglyphen drauf habt auf diesem Item. Blutdurstig sorgt dafür, desto weniger Leben der Gegner hat, desto mehr Schaden macht ihr gegen diesen Gegner. Heißt natürlich auch, dass am Anfang des Kampfes erstmal nicht so viel von Blutdurstig dazukommt an Magie- und Waffenkraft. Auf der Rüstung habe ich alles in göttlich, denn wir wollen dafür sorgen, dass unsere Liebende so stark wie möglich ist. Ne? Also wir wollen dafür sorgen, dass der Segen unseres Wundesteins so stark wie möglich ist, deswegen göttlich. Verzauberung hier, einmal maximales Leben, sorgt dafür, dass wir uns mehr Fehler erlauben können, dementsprechend ein schöner Effekt auf jeden Fall, alles andere mit maximaler Magicka. Und auf den Waffen habe ich die Haupthand in Nürn geschliffen. Wichtig ist hier, dass es die Haupthand ist, ne? Das ist wichtig, denn ihr seht, unsere Magiekraft verändert sich, wenn wir den Nürn geschliffenen Dolch nicht auf der Haupthand haben, also wichtig, das auf der Haupthand zu haben. Auf der zweiten Hand könnt ihr ein bisschen variieren. Wenn ihr sehr viel Solo-Content spielt, dann geschärft. Also in der Regel fast immer für euch fast alle geschärft. Wenn ihr ab und zu mal Vierer-Dungeon spielt oder aber Gruppen-Content oder allgemein auch 12er-Raid spielt, dann entweder präzise oder, was noch ein ganz kleines bisschen besser als präzise ist, geladen. Geladen, unglaublich stark, sollte man definitiv einmal mitgenommen haben im Bild. Ne? Also Nürn geschliffen und geladen. Giftglyphe und Flammenglyphe, damit wir hier besonders viel Schaden mit dabei haben. Dann Magiekraft, alles blutdurstig, göttlich, einmal mit Leben, alles andere mit Ausdauer. So sind wir wirklich gut ausgerüstet, so haben wir wirklich alles, was wir haben wollen, mit dabei. Man kann sich also nicht beschweren, wenn wir im Kampf sind. Wir haben wirklich einmal alles abgedeckt, was wir bei der Ausrüstung abdecken wollen. Es gibt aber trotzdem natürlich alternative Sets. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, oh, ich bin ganz neu, wie komme ich denn jetzt hier an dieses Set von, diese Säulen von Nürn ran? Da möchte ich ja vielleicht erstmal irgendwas anderes spielen. Da gibt es doch bestimmt irgendeine Alternative, die ich am Anfang erstmal spielen kann. Also Vergleichbares, was genauso gut ist und damit vielleicht auch dementsprechend eine Alternative. Das ist ein sehr umfangreiches Thema und deswegen habe ich dazu extra ein weiteres Video gemacht hier bei meinem Punkt Nummer 10, alternative Sets. Schau dir das Video auf jeden Fall an, falls du am Anfang noch keinen Säulen von Nürn hast oder beispielsweise auch den Eichenseelenring erstmal noch nicht bekommst, erfährst du in diesem Video, was du anderes spielen kannst.